1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man uns im Fernsehen sieht. Ich tue mal so, als wäre die Kamera eingeschaltet und ihr würdet uns sehen. Auf unseren Kontrollmonitoren gibt es jetzt nicht das WDR Fernsehen, sondern NBC. Man hat uns einfach irgendwie rausgeschmissen aus dem Kabelnetz oder wie auch immer. Ich tue mal einfach so, als wärt ihr da und freue mich, dass ihr da seid. Also willkommen bei Domian, willkommen zu einer neuen Woche. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 oder mailen unter domian@wdr.de. Martin ist der Erste heute. Grüß dich, Martin. Hallo, Domian. Hallo, Martin. Hallo, jetzt muss ich erstmal durch. Jetzt, ich will dich mal kurz fragen, siehst du uns im Fernsehen im Moment? Ich weiß nicht, da ich kein Fernsehen mehr schaue und kein Radio höre, sehe ich das nicht. Ja, also irgendjemand wird es mir gleich mal sagen können. Aber mein Freund nickt. Aha. Ja. Aha, ja. Das ist schön. Ja. Dann stimmt hier bei uns irgendwas nicht. Hallo. Also Martin, 35 Jahre alt. Ja, genau. Ich will darüber reden, dass ich innerhalb von einem Jahr, gut 12 Monate, mein Leben sich dermaßen geändert hat, dass ich absolut heute vor nichts mehr stehe. Dass du vor nichts mehr stehst? Das kam so, dass ich vor einem Jahr ganz starke Angst- und Panikattacken im Urlaub bekommen habe. Mhm. Und ich stundenlang, 6, 7, 8 Stunden am Stück geheult habe und niemand wusste, was los ist. Ja. Auch der Arzt nicht, der dort war im Hotel. Ich bin dann von heute auf morgen zurückgeflogen. Und bin hier in Deutschland sofort in der Psychiatrie gekommen. Und diese Angstattacken, dieses Heulen, das kam auch von einer Sekunde quasi auf die andere? Ja, von einer auf die andere. Ich wusste nicht mehr, was los war. Ich habe mich sehr auf den Urlaub gefreut. Ja. Wir waren im Urlaub und es war alles wunderbar die ersten Tage. Und dann habe ich zunehmend Beklemmungsgefühle gekriegt, Atemnot gekriegt, bis Pulsschlag unter 40. Das war eine ganz lebensbedrohliche Situation auch. Der Hotelarzt war ständig da. Ja. Da hat gesagt, nimmst du Drogen, nehmen Sie dies, nehmen Sie das. Sage ich, nee, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann wusste niemand was. Ich habe immer mehr Angst gekriegt davon. Mhm. Und bin dann sofort zurück nach Deutschland. Ja. In der Notaufnahme dann hat man zu mir gesagt, das ist psychisch. Und ich war noch mehr aus allen Wolken. Mhm. Und im Laufe dann in der Psychiatrie, wo ich dann war, mehrere Monate, Gleich mehrere Monate? Mehrere Monate, ja. Und was war jetzt die Diagnose? Gar keine, die hat man mir nicht gesagt, wo man dann nur die Angst- und Panikattacken versucht hat, durch Verhaltenstherapie dass ich halt wieder normal auf die Straße gehen kann oder normal aufstehen kann, was ja zuvor nicht möglich war. Danach der Therapie, nach der Psychiatrie bin ich zum Analytiker gegangen. Mhm. Ich bin dann von einem ganzen Team betreut worden. Oder heute noch betreut werde, zwar 3, 4 Mal in der Woche bin ich in weiß Gott welchen Therapien, ja. Ist dann im Laufe der Zeit rausgekommen, dass ich als 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-Jähriger wöchentlich fast täglich sexuell missbraucht worden bin. Ach, und das kam dann so plötzlich raus aus dir, ohne dass du, und du hattest gar keine Ahnung davon? Nein. Da kann man mal sehen, wie die Seele selbst Dinge in sich versteckt, ne? Ja, das ist auch ganz klar. In dieser Abteilung, wo ich war in der Psychiatrie, waren nur 30, 35-Jährige. Ja. Und da hat die Chefpsychiaterin gesagt, das ist ganz typisch, das sind die jungen Erwachsenen. Ja. Und das kommt immer dann raus, wenn der Körper das soweit ist, das zu verarbeiten. Ja. Jetzt mache ich mal eben ganz, ganz kleine Unterbrechung, Martin. Und sage den Leuten, dass es eine Störung im Kölner Kabelnetz vermutlich gibt. Okay. Daher sind wir hier in unserem Monitor nicht zu sehen. Und ich schalte jetzt mal hier meinen Monitor weg, weil der mich ganz jeck macht, weil hier ein anderes Programm läuft. Okay. Und ich mich gar nicht richtig gut konzentrieren kann. So, jetzt kam dieses raus. Dieses Drama kam jetzt raus bei dir. Wer hat denn diesen Missbrauch damals gemacht an dir, getan? Ja, das ging über viele, viele Jahre hinweg durch sehr viele Männer, die teilweise
wo ich... Ach, verschiedene Männer. Sechs, ja, das ist ja das ganz Schlimme daran. Das ist, also die Erinnerung ist heute noch nicht abgeschlossen. Also ich bin krankgeschrieben, ich lebe von Sozialhilfe. Also du weißt aber nicht, welche Männer das doch, waren? Doch, natürlich. Doch, natürlich, das schon. Ja. Also, was ich jetzt, der Vater, der Onkel, der Bruder oder was? Bei meinem Vater bin ich mir noch nicht sicher, aber sehr viele Nachbarschaften und sonstiges. Sehr viele in dem Dorf, das ist das, was ich eben heute nicht verstehe. Dieses Wegschauen der Eltern, wo ich dann auch erfahren habe in den letzten Wochen, dass die auch mehr gewusst haben, als sie immer geleugnet haben, dieses Wegschauen und zu tun, es sei ja alles in Ordnung. Mhm. Und es ist ja nicht nur durch Pädophilen missbraucht worden, sondern ich bin ja nicht nur durch Pädophile missbraucht worden. Mhm. Und das ganze Schlimme ist daran, dass es teilweise sehr grobe sadomasochistische Sachen mit mir gemacht worden sind. Die gemacht worden sind auch mit Wissen der Eltern oder sogar nein, von... Nein, absolut überhaupt gar nicht. Nein. Mhm. Das nicht, nein. Aber wie, du warst so jung, also was ja sehr seltsam ist und was sehr traurig ist, dass es so eine Anhäufung gibt. Ja, das ist ja schon eine Katastrophe, wenn ein Kind von einem Menschen über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht wird. Das ist ja genau das. Aber jetzt gleich von so vielen und unterschiedlichen und dann sogar eventuell noch im Verdacht zu haben, den Vater, ist ja schon sehr, sehr schlimm, ne? Also von meinem Vater bin ich sehr über Jahre hinweg körperlich missbraucht worden, also durch sehr viele Schläge. Mhm. Und diese Aneinanderkettung von sexuellen, körperlichen und auch noch psychischen Missbrauch dann in der gesamten Kindheit, in der gesamten Umgebung. Sag mal, Martin, jetzt ist gerade durch unsere ganzen Sendeproblematiken hier, habe ich eins nicht richtig mitbekommen. Ja. Das war völlig verschüttet bei dir, ja, so kann man das sagen. Das war völlig total verschüttet. Die Seele hat sich gezeigt durch diese Angstattacken, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Durch was wurde es denn dann thematisiert? Wann sprudelt es heraus aus dir und wann hast du es benannt? Durch einen Therapeuten, hat der gezielt gefragt oder wie kam das? Nein, das war eigentlich nach den Monaten in der Psychiatrie, wollte ich unbedingt wissen, woher das kommt. In der Psychiatrie selber hat man mir nicht gesagt, woher das kommt. Mhm. Die haben alle gesagt zu mir, ich soll ja aufpassen. Die Chefpsychiaterin hat damals noch zu mir gesagt, ich soll ja aufpassen, soll mir ja was Gutes suchen. Mhm. Und Analytiker sowieso nicht momentan. Und die haben damals schon gedacht, dass irgendwas ganz was Schlimmes brodelt. Und da hat man nicht länger rumgestochert. Erst im Laufe der Verhaltenstherapie und analytisches Verfahren wurde nach und nach. Okay. Also da wurde es rausgeholt und dann hast du es auch benannt? Ja, ich bin dabei momentan. Du bist dabei. Das geht noch jahrelang so. Ja. Also das geht nicht von heute auf morgen, sowas abzuspulen. Welche, ja, das glaube ich wirklich. Welche, du hast gerade am Anfang auch gesagt, das ist jetzt nichts mehr, wie es war vor einem Jahr. Ja, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Von Sozialhilfe. Mhm. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich habe verschiedene Ausbildungen, habe teilweise Sport studiert und bin da abgeschlossen von Gärtner. Ich habe mehrere Ausbildungen gemacht. Diese Problematik kommt ja noch dazu, dass man die 5 abgeschlossenen Berufsausbildungen, die ich gemacht habe. 5? Ja. Schon ein Zeichen meiner absoluten Verspultheit während meiner ganzen Jugend oder Erwachsenenalter waren. Das, also im Moment bist du noch in einer intensiven psychotherapeutischen Phase? Ja. Kann man das so sagen? Die auch noch über einen längeren Zeitraum andauern wird? Ja. Was aber wiederum auch zur Folge hat, dass dein ganzes normales Alltagsleben komplett weggebrochen ist und du dich eigentlich nur noch damit beschäftigst zurzeit. Ja, schon. Ja, doch. Also wenn ich nicht gerade lese, was ich zum Glück wieder kann. Nun hört sich das ja dramatisch an. Ja. Und sehr schlimm. Bist du dennoch froh, dass jetzt alles so gekommen ist, dass es aufgebrochen ist, dass du dich damit beschäftigst? Das wechselt von heute auf morgen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass man auch manchmal so denkt, ach Gott, wäre es doch alles in mir geblieben und ich hätte meine Ruhe gehabt, so wie ich früher vielleicht meine Ruhe gehabt habe. Ja, schon doch. Ja. Diese Phasen sind sicherlich da, wo ich andere anschaue, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die auch in der Psychiatrie waren. Mhm. Die haben das nicht, die sind diesen Schritt nicht gegangen, nehmen halt heute Medikamente. Das muss man dazu sagen, dass ich eine der ganz wenigen bin, wo man mir auch mehrfach in Deutschland, ich war in verschiedenen psychiatrischen Krankenhäusern in Deutschland, wo sie sich alle noch heute wundern und gewundern und immer noch damit konfrontiert werde, dass ich, also im Weißen Ding zum Beispiel, bin ich der Einzige sexuell Missbrauchte, der keine Medikamente kriegt, der an sich arbeitet und der immer mal glaubt, dass es irgendwann einmal vorbei ist. Ich habe gerade gesagt, dass du früher so Ruhe hattest. Hattest du wirklich früher Ruhe
oder gab es doch irgendwelche seltsamen Dinge in deinem Leben, die du heute besser verstehen kannst, weil ja, sie daher gerührt hat? Natürlich, das ist ja, jeden Tag ertappe ich mich an neue Sachen, wo man mich in der Psychiatrie gefragt hat, verletzen Sie sich selber? Nein, nein, habe ich gesagt, nein, nein. Mhm. Vor einer Jahr, ich habe mich vom Alter von 5 Jahren schon meine Finger in den Mund gesteckt, um mich selbst zu spüren. Mhm. Und weiß Gott, was absurde Dinge gemacht, bloß fällt einem das nicht auf, wenn man das täglich macht über so viele Jahrzehnte. Mhm. Das ist so wie Schneuzen. Naja, also, und da wird es wahrscheinlich ganz viele Dinge geben in deinem Leben, die dann doch darauf zurückführbar sind. Ja, natürlich. Es ist wirklich absolut Wahnsinn. Die ganzen Ausbildungen zum Beispiel und die ganzen Selbstverletzungen oder dieses Wirrwarr, dieses nicht schlafen können, diese Halluzinationen, diese Verfolgungen, die man von früh bis abends im Kopf vor sich gehen, die ganzen Zwangshandlungen. Ich habe bis vor einem Jahr mindestens bis 3, 4 Uhr morgens geputzt, durchgehend von 9 Uhr abends bis 3 Uhr morgens in der Wohnung. Ich konnte den Putzlappen nicht mehr weglegen, vor lauter Zwängen. Ja. Also mein Freund, mein Lebensgefährte hat das Ganze wahnsinnig gemacht oder macht teilweise heute noch. Hast du den Eindruck, dass jetzt die Therapie, in der du bist, die Therapien, dass sich das schon nach vorne bringt? Hast du Hoffnung, dass du irgendwann wieder an Land richtig Boden unter den Füßen haben wirst? Ja, doch, also diese Therapien, die Verhaltenstherapie, die hat sehr gut angeschlagen. Also die letzten Monate, also die Zwänge oder die ganzen, sind sehr eingedämmt. Also, dann kann man sagen, dass das doch jetzt ein Glück war, glaube ich, dass es aufgebrochen ist. Ne? Eigentlich, glaube ich, ist es so. Wenn du jetzt auch das Glück noch hast, gut durch diese Therapien durchzukommen, ist das ja ein neues Leben, was du beginnen wirst. Ja, so kann man das ja, glaube ich, sagen. Wie 40, 50 Tage. Naja, so lange soll es nicht dauern. Du bist ja erst, was habe ich gesagt, 35, ne? Ja. Lieber Martin, ich glaube, du bist gut aufgehoben, ne, in psychologischen Händen. Oder möchtest du mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte sprechen? Ja, doch noch. Ja. Gerne, können wir machen. Weil mich das ja auffüllt. Ja, gerne. Das ist die Elke heute Nacht. Du legst auf und Elke ruft dich an. Okay, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Grüß noch und mach weiter so. Danke. Ja, Dankeschön, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt lese ich hier gerade, dass der Fehler behoben ist im Fernsehen. Wollen wir das doch mal testen, ob das auch stimmt hier. Ich habe ja wieder unsere Kabelgesellschaft Isch in Verdacht, die uns immer die Programme hier wegzaubert. Ja, da sind wir. Sehr schön. Also, ihr Lieben, jetzt geht es weiter mit Tanja. Und Tanja ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Tanja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um ein ganz anderes Thema. Ja. Und zwar ein etwas fröhlicheres Thema. Ein fröhliches Thema, fröhliches Jawohl. Thema. Und zwar hat am Freitag mein Mann mit dir gesprochen. Ja, wer war das? Das war der Daniel. Ach, das war der Daniel. Genau. Daniel war der Mann, der deine Frau, und offenbar bist du das dann, an andere Männer vermittelt. Genau. Und das toll findet. Ja. Und das geil findet. Genau. Und sogar Dates abkaspert. Nein. Doch. Nein. Doch, er hat mir gesagt, dass er Dates arrangiert und da gehst du dann hin. Da gehe ich gern hin, aber da hat Geld nichts zu suchen. Nein, 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 so meinte ich es auch nicht. Nein, so meinte ich es auch nicht. Ja. Nein, nein. Und am Freitag, als ich mit deinem Mann gesprochen habe, warst du unterwegs bei einem fremden Typ. Genau. Und auch das Treffen hatte er arrangiert. Genau. Ne, so war es. Jawohl, so war es. Und ich war völlig baff, als er mir das alles erzählt hat. Und umso schöner ist es, dass du jetzt da bist. Ja, wir haben am Freitag schon angerufen noch. Ja. Aber da war es leider zu spät. Da war es zu spät. Also, wir sagen nochmal so die Grundinformation. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt seit 9 Jahren zusammen. 9 Jahre. Ja. Und diese Geschichte, dass da so ein Dreier dazukommt, ein dritter Mann, wann fing das an? Man fing das an vor 3, 4 Jahren. Und das war die Idee von deinem Mann? Ja, schon. Ja? Ja. Wie hast du das denn am Anfang aufgefasst, dass er gesagt hat, komm, wir holen mal noch einen dritten dazu? Absolut abweisend. Das abweisend. Ist nichts für mich und all sowas. Vorher hattet ihr so die ganz normale Sexualität, die man so kennt? Ja, ganz normal. Ja? Mhm. Ganz normal. Aber dann hat er sich dann doch durchgesetzt. Ja, hat er. Ja. Er hat mich gestupst, wie er immer sagt. Gestupst. Und dann gab es die Situation zum ersten Mal, dass da ein zweiter Mann bei war. Ja, genau. Ein dritter im Bunde. Genau. Erzähl mal die Situation, die erste. Also die erste. Moment, das war erst so, ich bin mit diesem Mann, das war ein Bekannter von uns, bin ich erstmal alleine ausgegangen. Mhm. Haben es schön gemacht, wie auch immer. Mhm. Also ist nichts gelaufen, gar nichts. Und dann irgendwann bin ich nochmal mit ihm ausgegangen. Mhm. Und dann ist schon ein bisschen was gelaufen. Ja.
Aber da war dein Mann nicht bei? Da war er nicht dabei, Da waren wir alleine. Ja. Und dann kam er dann, weil er uns beide dann kannte, sag ich mal, vorher auch schon. Mhm. Und dann ist er irgendwann nach Hause gekommen zu uns, wie das normal ist bei Freunden. Mhm. Und dann irgendwann haben wir ihn drauf angesprochen, wie das wohl so ist. Oder Daniel hat mir drauf angesprochen, ja, er hätte wohl Lust, er hat es zwar auch noch nicht gemacht, aber oh ja, und dann hat sich das eine auf das andere ergeben und dann ist das was Schönes draus geworden. Ja, die Situation ist doch dann so, dass dein Mann eher der Passive ist und zuguckt, ne? Ja, das tut er sehr gern. Das tut er sehr gern. Ja. Und ihm macht das ja auch an, die Vorstellung, wenn du irgendwo alleine bist mit einem fremden Mann. Ja, das stimmt. Ja? Du sagst das nur, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Wahrscheinlich sitzen viele Leute jetzt vor den Fernsehern und vor den Radiogeräten und sind entsetzt. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und fragen sich, was ist denn mit Tanja los? Dann will ich das auch gleich mal fragen, was ist denn mit dir los, dass das so funktioniert, Tanja? Keine Ahnung, ich denke, dass das Liebe ist. Also Liebe zwischen dir und deinem Mann? Ja, logisch. Ja? Ja, klar. Aber dennoch ist das ja doch eine sehr bizarre Sache. Er arrangiert via Internet ein Treffen. Ja. Und dann gehst du dahin, obwohl du diesen Typ gar nicht kennst. Genau. Es ist ja auch so, ich sage mal, wenn wir einen Partner zu dritt suchen, den kenne ich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie er ausschaut. Ja. So, und wenn du dann zu seinem Treffen, beispielsweise Freitag, hattest du da Sex mit diesem Mann? Nein. Da hattest du nicht. Es ist nicht immer so, ne? Nee, überhaupt nicht. Ja, aber nehmen wir mal an, es ist dann so. Ja. Ist das für dich auch ein Reiz? Klar. Nee, lass mich fragen. Ist es ein Reiz für dich, dass du dir vorstellst, das macht mein Mann, der vielleicht ein paar Kilometer weiter irgendwo sitzt, das macht den auch an, was ich jetzt hier mache? Ja, natürlich. Das ist ständig dabei. Ist jetzt sehr um die Ecke gedacht, aber irgendwie so muss es ja in deinem Kopf abgehen. Ja, klar, logisch. Mhm. Würdest du denn das alleine sowas auch machen, wenn dein Mann dich da nicht hinstupsen würde? Nein. Das nicht? Nein, ich wollte ihm ja nicht wehtun. Was, du wolltest ihm nicht wehtun? Nein, ich würde ihm nie wehtun. Wenn ihm irgendwas nicht gefallen würde, dann würde ich es lassen. Mhm. Nein, ich meine, wenn du jetzt alleine wärst, ja. Hättest du auch Lust auf so viele verschiedene Partner? Keine Ahnung. Mhm. Kann ich nicht so sagen, keine Ahnung. Mhm. Umgekehrt würdest du es auch tolerieren, ne, wenn er das machen würde wollen. Ja. Das hat er mir, glaube ich, auch erzählt. Ja, das hat er auch, ja. Ja. Dennoch könnte ja so der Eindruck entstehen, das macht die Tanja nur ihm zuliebe. Es ist auch, was ist bei dir dabei noch, dass du... Das ist Lust und Leidenschaft ist dabei. Mhm. Und nicht das Gefühl, ich gehe jetzt meinem Mann fremd. Nein, weil ich erzähle ihm anschließend alles. Auch die Details, die sexuellen alles. Details, alles. Alles. Ist ja wie im Film. Wie im Film, genau. Teilweise gehe ich auch hin und schreibe es auf. Beschreib mal so eine Situation. Du warst bei einem Typ. Ja. Du hattest Sex mit einem Typ. Ja. Den du nicht kanntest vorher. Ja. So, jetzt kommst du nach Hause. Jetzt beschreib mir mal die Situation, wie das dann zu Hause bei euch, wie das dann abläuft. Das läuft so ab. Ich schließe die Tür auf, habe was dabei, zum Beispiel Brötchen oder sonst irgendwas. Brötchen, ja. Ja, genau. Ja, man muss sich auch mal stärken. Genau. Ja. Und dann gehe ich hoch oder gehe ins Schlafzimmer oder ins was weiß ich, wo mein Mann gerade ist. Ja. Und dann entweder wecke ich ihn oder er ist schon wach. Ja. Und dann wird erstmal ausgiebig gekuschelt. Und Brötchen gegessen? Nee, das kommt später. Das kommt später. Das kommt später. Ja, und dann kommt durch dieses Kuscheln und wie auch immer. Und dann fange ich an zu erzählen. Achso, erst kommt das Kuscheln. Genau. Und wenn man sich so ein bisschen angekuschelt hat? Ja. Da passiert noch nicht der knallharte Sex? Nein. Nein. Erst wird gekuschelt und dann wird erzählt? Genau. Und durch das Erzählen wird man erregt? Ja. Du auch nochmal? Klar. Mhm. Weil es war ja, wenn es schön war, dann soll es ja für beide dann nochmal schön ja, sein. Ja, ja, ja. Ja, ich frage so begeistert danach, weil ich das so, das könnte man wirklich in einem Drehbuch nicht perfekter schreiben, sowas. Und dann habt ihr Sex miteinander, ihr beiden. Ja. Ihr das Pärchen. Genau. Und dann werden die Brötchen gegessen. Und dann werden irgendwann die Brötchen gegessen, genau. Im Ernst, ist das ein Ritual, dass man danach dann immer noch isst? Nee, eigentlich nicht. Ich bringe halt immer irgendwas mit. Ja, irgendwas. Mhm. Ja. Wie oft gibt es solche Ausflüge deinerseits? Oft. Einmal die Woche, einmal in 14 Tagen. Ist ganz unterschiedlich. Ja. Dann gibt es auch mal, sag mal, einen Monat nichts oder wie auch immer. Ja.
Dir wäre aber, ich frag das jetzt nochmal, dir wäre dein Mann aber genug, ne? Wenn er sagen würde, ich möchte das nicht, dann wäre das auch okay. Dann wäre das auch okay, klar. Okay. Das heißt, die Sexualität mit deinem Mann findest du auch befriedigend? Ja, natürlich. Ja. Aber das andere ist auch nicht schlecht. Das andere ist auch nicht schlecht, genau. Ja. Wissen das so Freunde von euch? Nein. Ist das ganz geheim? Eigentlich schon, ja. Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Ich glaube, Tanja, dass da auch ganz viele Leute die Nase rümpfen würden. Ja, das glaube ich. Ne? Das ist schon sehr unkonventionell, was ihr genau. da macht. Ich habe aber zu Daniel schon gesagt, solange ihr eure Liebe und eure Ehe und euer Glück nicht beschädigt dabei, genau. ist das doch in Ordnung. Mhm. Es ist schräg irgendwie. Vielleicht ist es auch nur eine Phase. Vielleicht genau. endet es ja irgendwann auch mal. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass das stärker wird? Dass es häufiger wird? Oder? Nein. Nee. Nein, meine Liebe wird stärker. Zu ihm? Genau. Ja? Ja. Hältst du es für möglich? Ist ja so ein Gedankenspiel. Dass sogar eure Liebe oder eure Sexualität durch diese Seltsamkeiten, die ihr euch da gebaut habt, dass eure Liebe dadurch auch noch mehr am Blühen und am Leben bleibt? Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen die Sexualität? Auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist dieses Verzehren nacheinander. Das wird stärker. Ja. Viel stärker, sage ich schon, ja. Das Verzehren wird stärker dadurch, genau. dass man fremd geht mit dem Einverständnis des Partners. Ja. Nicht nur mit dem Einverständnis, sondern noch mehr, ne, mit dem Wollen des Partners. Oder? Genau so, ja. Aber es kann auch schon mal sein, dass du dann auf Typen triffst, wo du keinen Bock drauf hast, wo das nicht funktioniert. Ja, das ist sehr oft, ja. Mhm. Also es muss schon viel stimmen, dass da was passiert. Ja. Ja. Gab es denn in der letzten Zeit auch nochmal so Dreierkonstellationen, also wo ihr dann zu dritt wart, oder gehst du mehr alleine auf die Rolle? Also in letzter Zeit war ich mehr alleine. Mhm. Aber ich denke mal, dass demnächst auch wieder was anderes, ja. was anderes kommt. Jetzt muss ich noch was Indiskretes fragen, was Intimes ja. fragen. Du kommst jetzt gerade von dem Mann. Ja. Hat es mit diesem wildfremden Mann vielleicht sehr leidenschaftlichen Sex? Ja. Gehst dann zu deinem Mann kuscheln? Ja. Duschst du da vorher oder nimmst du das quasi so mit zu euch dann, das was da in Leidenschaft gelebt wurde mit dem Fremden? Ich nehme das mit als Geschenk. Ah ja. Ja, also warum nicht? Ja. Also ich finde es schon sehr, sehr abgefahren. Ja, es ist nicht normal, sage ich mal. Aber so Schutz und so ist ja wohl klar, ne? Immer ja, mit Gummis ist klar, und so. Ja, logisch. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Nein, brauchen wir nicht drüber reden. Also Tanja, das fand ich jetzt auch interessant, mit dir nochmal gesprochen zu haben. Ja, klar. Sehr schräge Sache, finde ich. Sehr ja. schräg. Du grüßt Daniel herzlich. Mach ich. Und wie gesagt, wenn es euch gut geht dabei, macht es. Ihr schadet niemandem. Okay. Alles Gute. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und die Faxnummer 0800 220 50 51. Cindy. Hallo Cindy, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Cindy. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich mit meinem Problem nicht klarkomme. Mhm. Was ist das für ein Problem? Es sind unterschiedliche Sachen so. Sag mal. Zum Beispiel, ich bin mit einem Türke zusammen. Mhm. Und meine Mutter hat ein großes Problem damit. Mhm. Und deswegen habe ich auch ziemlich großen Stress mit meiner Mutter. Also die Mutter will nicht, dass du mit einem türkischen Jungen zusammen bist. Genau. Weil er ein türkischer Junge ist. Genau. Mhm. Und weil er halt 10 Jahre älter ist wie ich. Mhm. Hat sie ihn denn mal kennengelernt? Ja. Das war so, wir haben vorher telefoniert, bevor ich den mit nach Hause gebracht habe. Ja. Und dann sagt sie so, Kanackenschweine will ich nicht in mein Haus haben. Pfui. Ja, und daraufhin ist er dann gegangen. Mhm. Achso, er ist dann doch, er ist telefoniert? Ja. Und dann ist er gekommen? Ja, jetzt habe ich das ein bisschen durcheinander gebracht, ja. weil ich ziemlich aufgeregt bin. Ist ja egal, aber er war schon bei euch in der Wohnung? Ja. Und dann hat sie ihn so beschimpft? Ja. Ohne, dass er mal ein Wort sagen konnte oder so? Genau. Mhm. Also er hat Hallo gesagt, kam rein, hat Hallo gesagt. Da kam schon mal kein Hallo zurück. Mhm. Dann wollte er ihr die Hand geben, hat sie auch nicht angenommen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Kanackenschweine will ich hier nicht drin haben. Sehr schlimm, sehr mies. Genau. Ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 3 Monate. Ist ja noch recht frisch. Ja. Aber natürlich möchte man das gerne der Mutter erzählen. Und auch, eigentlich ist es ja auch schön, wenn man dann gleich den Freund mit nach Hause bringt und ihn so einbezieht, ne, in die Familie. Ja. Ja. Gibt es auch noch einen Vater oder lebst du mit deiner Mutter alleine? Ich lebe mit meiner Mutter und mit meinen 2 kleinen Brüdern alleine. Mhm. Mein Vater ist verstorben. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, da sind zu viele Probleme bei mir.
Ist das Hauptproblem ist gewesen, der Freund, den deine Mutter nicht akzeptiert, oder gibt es da noch viel, noch andere Problemfelder, die dich sehr, sehr belasten? Ja, gibt es auch noch andere. Zum Beispiel meine Oma, die ist letztes Jahr im Sommer verstorben. Mhm. Und das war, ja, eine wichtigste Person in meinem Leben, weil mit ihr konnte ich immer über alles reden. Ach so, also wichtiger als die Mama? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ist sie verstorben und das hat mich ziemlich mitgenommen. Glaube ich. Und daraufhin habe ich dann gesagt, dass ich auch nicht mehr leben will. Ja. Und habe mir dann die Pulsadern aufgeschnitten. Oh. Und ja, und das geht bis heute irgendwie so. Oh. Ich weiß nicht. Du hast dir die Pulsader aufgeschnitten und wer hat dich entdeckt? Mein Freund. Dein Freund. Und hat dich ins Krankenhaus gefahren oder zum Arzt oder was hat er gemacht? Ja, zum Arzt. Zum Arzt, Und dann hat er mich auch gefragt, wie ich das gemacht habe. Und da habe ich gesagt, dass ich mich gestoßen habe. Mhm. Und am Anfang hat er mir halt nicht so richtig geglaubt. Mhm. Und hinterher hat er mir halt geglaubt. Also, wenn ich jetzt so sage, Cindy, habe ich da recht, dass du dich in deiner Familie, auch in der Wohnung, eigentlich sehr unwohl fühlst? Genau. Und dass du dich eigentlich in deinem Leben auch sehr unglücklich fühlst im Moment? Ja. Und das ist das Einzige, woran du dich so hältst, ist dein Freund? Ja. Und der wird dann auch noch so mies behandelt von deiner Mutter. Genau. Mhm. Das will ich meiner Mutter die ganze Zeit erklären, dass das hier nicht mein Zuhause ist. Aber sie versteht das einfach nicht. Ja. Weil mit ihr kann ich irgendwie nicht so reden. Du bist 18 Jahre alt. Was machst denn du? Bist du noch in der Schule oder? Ich habe meine Ausbildung abgebrochen, nachdem meine Oma gestorben ist. Mhm. Weil ich das irgendwie nicht mehr gepackt habe. Ja, und seitdem mache ich irgendwie gar nichts. Da hängst rum. Genau. Was war das für eine Ausbildung? Krankenschwester. Mhm. Toller Job. Ja. Wirklich toller Job. Wie lange warst du schon in der Ausbildung? 6 Monate. Mhm. Könnte man das unter Umständen wieder aufgreifen? Wäre das möglich? Ich habe alles versucht irgendwie, aber da geht gar nichts. Auch nicht in diesem Krankenhaus, dass ich da irgendwie nochmal anfange. Mhm. Also die geben dir keine zweite Chance? Genau. Mhm. Dein Wunsch wäre schon, wieder die Lehre, also eine Lehre anzufangen oder vielleicht wieder, oder vielleicht auch von vorne nochmal anzufangen als Krankenschwester. Ja, auf jeden könnte Fall. Man ja auch, 6 Monate ist ja egal. Könntest ja von vorne nochmal anfangen. Was ich gerade noch fragen wollte, wie hat denn dann dein Freund auf so eine schlimme Beleidigung reagiert? Ja, der hat sich einfach nur die Jacke angezogen und ist gegangen. Ja, und wie hat er reagiert? Hinterher hat er geschimpft, als ihr beide dann alleine wart? Nee, also ich hab mich bei ihm entschuldigt, weil ich immerhin auch diejenige war, die ihn dazu überredet hat, meine Mutter kennenzulernen. Mhm. Und dann hat er immer gesagt, dass das dir nichts ausmacht und so. Mhm. Und ja, so welche Reaktion ist der nicht gewöhnt. Ja. Aber der hat das so hingenommen. Er nimmt es dir zumindest persönlich nicht übel. Genau. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Mhm. Wieso wolltest du eigentlich, wenn das Verhältnis so schlecht ist, dass deine Mutter ihn kennenlernt? Weil meine Mutter immer meinte irgendwie so, dass sie meinen Freund kennenlernen möchte und so. Achso, der Druck kam von ihr. Genau. Ich habe jetzt gerade so vorausgesetzt, das Verhältnis ist schlecht. Das habe ich aber so verstanden, dass das auch vorher nicht so doll ist zwischen euch beiden. Ne? Das, genau. Das gute Verhältnis war zwischen dir und der Oma. Mhm. Weißt du, Cindy, ich habe gerade so mehrere Gedanken parallel im Kopf. Einmal der Gedanke, dass du unbedingt, das weißt du aber selbst auch, aber ich möchte dich auch nochmal bestätigen darin, natürlich alles in Erdenkliche in Bewegung setzen musst, dass du wieder eine Lehrstelle kriegst. Mhm. Das war deine Wunschausbildung, Krankenschwester. Ja. Das ist dein Traum, das zu werden. Ja. Ne, da musst du auch alles dran setzen. Wenn man so einen Traum hat, und das ist auch ein sehr guter Beruf, dann muss man das auch machen. So, das ist das eine. Das zweite ist, du musst da raus aus der Wohnung. Hm, das hat er auch schon zu mir gesagt. Bitte? Hat mein Freund auch schon zu mir gesagt. Ja, du musst aus der Wohnung raus. Ich weiß, das ist alles jetzt kompliziert mit Geld und so, aber da wird es irgendwelche Modelle und Möglichkeiten geben. Und das Dritte ist, Cindy, wenn dich das so umgehauen hat und du aus der Traurigkeit heraus dir dein Leben nehmen wolltest, als deine Oma gestorben ist, glaube ich, täte es dir auch gut, wenn dir jemand so ein bisschen beistehen würde, wenn dich jemand betreuen würde. Ja. Das heißt, wenn da so ein Psychologe wäre, zu dem du einmal in der Woche gehen könntest, mit dem du einfach quatschen kannst, so wie mit mir jetzt, aber das ist ja nur ein kurzes Gespräch hier. So diese drei Sachen finde ich ganz wichtig. Versuchen, eine Lehrstelle zu kriegen, aus der Wohnung raus, eine gute psychologische Betreuung
Und du hast ja deinen Freund, das ist ja nur auch eine wichtige Grundlage, ne? Hm. Er hat auch schon öfters gesagt, so, dass ich meine Sachen packen soll und zu denen ziehen soll. Wohnt er alleine? Ja. Ja. Hm. Und ich weiß nicht, ob das so richtig ist, weil wir noch nicht so lange zusammen sind. Bin ich mir auch nicht so sicher. Ihr seid 3 Monate erst zusammen. Nicht, dass du da von einem Problem ins andere kommst. Am allerbesten wäre es, wenn du irgendwo eine kleine Bude für dich hättest. Dass du auf eigenen Beinen, so ganz klein bisschen auf eigenen Beinen stehst. So, und wie das alles zu bewerkstelligen ist, das ist ja jetzt eine ganze Menge Stoff, ne? Mit der Wohnung und dann eventuell eine Therapie anzufangen, dass du regelmäßig zu einer Beratung gehst. Da werden wir dir jetzt so ein bisschen helfen, das, was in unserer Macht steht. Das heißt, meine Psychologin wird dir jetzt einige Ratschläge geben, die dir hoffentlich ein bisschen weiterhelfen. Okay. Ne? Dann legst du bitte auf und die Elke, so heißt die Psychologin, die ruft dich jetzt an. Und dann wünsche ich dir alles Gute und in allen Bereichen, dass es vorangeht und dass du irgendwann mal eine ganz tolle Krankenschwester wirst. Okay, danke schön, dir auch. Dankeschön. Tschüss, Cindy. Ja, tschüss. Benjamin, 20. Ja. Hi. Grüß dich. Hallo. Benjamin, was geht's denn? Bei mir geht's um Folgendes. Ich habe ein ganz, ganz verrücktes Wochenende hinter mir. Also ich spiele in der Band, ich mache Musik viel, ja? Und spiele immer am Wochenende. Und ich hab bis zu diesem Wochenende hatte ich noch eine Freundin irgendwie. Mhm. Und war mit der, hört sich lustig an vielleicht, ich war mit der eigentlich nur 4 Wochen zusammen, aber es war also wirklich... Die Liebe deines Lebens. Wenn man so will, also ja. es ging so nahe, wie eigentlich schon so lange nichts mehr irgendwie mal nahe gegangen ist. Und ja. Ich habe sowas sehr vermisst und ich war deswegen auch sehr froh und sehr dankbar, dass das irgendwie so passiert ist. Mhm. Und es war eigentlich 3 Wochen recht super und die letzte Woche war es dann ein bisschen komisch. Also sie hat immer gemeint, ja, hey, pass auf, ich fühle mich ein bisschen eingeengt und ich war jetzt selber 3 Jahre solo und ich komme mit der Situation nicht zurecht irgendwie. Mhm. Und bei mir ist es halt so, dass ich selber eigentlich recht wenig Zeit habe und wir wohnen, oder sie wohnt in Kelheim bei Regensburg. Ja. Ich wohne hier in Augsburg, ja. Und das ist ja ein großer Abstand einfach irgendwie. Und von daher war es sowieso nur als Wochenendbeziehung. Wie viele Kilometer? Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm. Wie viele Kilometer sind das? Weiß ich jetzt nicht Kilometer, aber so mit dem Auto 1,5 Stunden auf jeden Fall. Ja. Mhm. Genau. Und es war halt irgendwie, sie hat eben gemeint, dass es ihr zu eng ist irgendwie. Und ich habe dann gesagt, hey, du, super eigentlich. Weil ist aber schon ein bisschen sehr komisch, ne? Man ist aber schon ein bisschen seltsam. Man ist 3 Wochen zusammen, man wohnt so weit auseinander. Richtig. Sodass ihr euch dann nur quasi an 2 Wochenenden gesehen habt. Naja, 3 oder 4. Naja, gut, 3. Und dann sagt sie schon, es ist mir zu eng. Richtig. Dann kann es aber nicht doll sein mit der Liebe, du. Weiß ich eben nicht. Ja, aber was ist denn da los? Wenn man so frisch verliebt ist, und sie so wenig sieht und dann fängt die schon an zu reden, das ist ihr zu eng. Das ist das Komische an der Sache. Ist doch super. Ich habe auch gesagt, hey, also sie heißt Heike, gesagt, Heike, bitte mach dich locker, hey. Ja. Kann das wirklich sein? Also. Ja, und jetzt hat sie am Wochenende Schluss gemacht, oder was? Ja, sie hat am Wochenende Schluss gemacht. Also ich hatte einen Auftritt und sie war dabei und wir sind danach noch woanders hingefahren in den Club und waren da halt so irgendwie, und da war es halt auch so diese Situation, dass sie halt sagt, okay, mir ist es zu viel und ich weiß nicht, wenn wir weg sind, dann habe ich immer so das Gefühl, dass ich mich um sie kümmern muss und so ein Käse. Und ich bin eigentlich selber ein Typ, ich kann gut mit Leuten umgehen, ich kann gut auf Leute zugehen. Sie hat das Gefühl, wenn ihr miteinander weg wart, dass sie sich um dich kümmern muss? Ja, weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst. Also einfach der Punkt, man geht mit seiner Freundin weg und also ich kenne halt ihre ganzen Leute nicht irgendwie. Und sie hat halt immer so gedacht, ich stehe dann da so hilflos rum und weiß nicht. Benjamin, ich glaube, da sind 2 ganz verschiedene Welten aufeinander getroffen. Du, der du geglaubt hast, das war eine super, super Verliebtheit, eine super Liebe. Mhm. Aber das war auf der anderen Seite nicht so. Hundertprozentig nicht. Meinst du? Ja, hundertprozentig. Ja, aber da bin ich ganz sicher, ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen. Ja. Aber dann hätte sie, wenn die wirklich so interessiert an dir gewesen wäre, wie du an ihr, wie du es mir gerade geschildert hast, dann hätte die nicht so einen Quark da erzählt. Aber dann, aber natürlich nicht. Dann fühlt man sich ja nicht bedrängt. Dann will man doch ganz viel mit dem anderen zusammen sein. Und dann kümmert man sich sehr gerne um den anderen. Wenn die das jetzt nach 4, 5, 6 Monaten gesagt hätte, aber da war aber auch nicht die Spur von großer, spontaner Verliebtheit. Nix war da. Ist hart zu hören, wenn ich das jetzt wahrscheinlich für dich sage.
aber sei froh, dass sie weg ist. Ich weiß nicht. Nee, also, weißt du warum? Ich glaube, das ist sogar gut, das ist jetzt schon nach 4 Wochen. Weil der Schmerz, wenn du jetzt 4 Monate oder gar ein Jahr mit ihr zusammen gewesen wärst, dann wäre es wirklich heavy. Das ist richtig. Also das ist auch ein Punkt, wo ich ihr schon nachsehe irgendwie. Aber es ist halt einfach. So, jetzt kannst du die Wunden lecken. Das dauert jetzt ein paar Wochen, aber dann ist es auch wieder rum. Da ist ja noch nichts passiert zwischen euch. Da ist ja auch nicht ein Hauch von Beziehung aufgebaut. Das ist klar. Ich meine, wie gesagt, ich hatte ja auch davor ja schon irgendwie eine Beziehung, die länger war. Und von dem her hätte ich mich da gern auch wieder auf was eingelassen, was länger gehen hätte sollen. Aber das ist jetzt traurig und da ist man in schlechter Stimmung und versteht es irgendwie auch nicht. Aber ich glaube, glaube ich. Aber da muss man einfach irgendwie das aushalten. Ja. Und ich glaube, nach so einer kurzen Zeit ist auch nach ein paar Wochen wächst da Gras über die Sache. Wenn wir beide uns Ostern unterhalten würden beispielsweise, würdest du sagen, ach Heike, wer ist denn Heike? Oder so. Naja. Ja, glaube ich. Benjamin, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Jutta, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo Jutta. Ja, ich rufe an wegen stärksten Depressionen. Ja. Ich bin psychisch krank seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Seit 30 Jahren und ich bin jetzt 45. Ich bin seit meinem 35. Lebensjahr in nervenärztlicher Behandlung. Mhm. Und jetzt ist Folgendes, ich weiß nicht, wie ich die Zeit, die jetzt kommt, wie ich die durchstehen soll. Welche Zeit kommt jetzt? Mein Mann, das heißt, ich habe vor 4 Wochen geheiratet. Ich wohne in einem kleinen Ort im Sauerland und mein Mann, der hat eine Wohnung ungefähr 30 Kilometer weiter entfernt im Hochsauerland. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich vor 3 Jahren, also vor 3,5 Jahren sehr dick gefühlt. Und da habe ich in 3-4 Monaten einfach nichts mehr gegessen, sondern habe ich 25 Kilo abgenommen. Mhm. Und mein jetziger Mann, der hat mich zu sich geholt. Ja. Ich konnte nicht mehr laufen, nicht mehr die Treppe runter. Ich konnte nicht mehr aus der Wanne raussteigen. Ich hatte eine Polyneuropathie. Was ist das? Da haben die Muskeln haben nicht mehr gearbeitet durch dieses Hungern. Ja. Ich bin gerade im Rollstuhl entgangen und ich habe meinem Mann zu verdanken, dass ich wieder laufen kann und mich wieder bewegen kann. Der hat mich 2 Jahre lang hunderte von Kilometern gefahren zur Ergotherapie, jede Woche 2-mal zur Krankengymnastik. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch in deinem Leben. Ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Lass mich erfahren, du hast gesagt, vor 4 Wochen geheiratet. Ja. Und wie lange kanntet ihr euch vorher schon? Wir kennen uns jetzt 18 Jahre. 18 Jahre? Ja. 18 Jahre. Und warum habt ihr erst jetzt geheiratet? Ja, er hatte immer gesagt, lass uns heiraten, aber ich wollte immer meine Wohnung behalten. Ne? Mhm. Wahrscheinlich hat das auch mit früher zu tun. Ne? Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich die Zeit jetzt durchstehen soll, die vor mir liegt. Ja, was liegt vor dir? Mein Mann, er war zum Check-up gegangen letztes Jahr im Oktober. Zum Arzt? Zum Arzt und dann er ist sehr starker Raucher und der hat, glaube ich, 50 bis 60 Goloas am Tag geraucht. Oh, das ist viel. Und ich rauche zurzeit auch noch 30 bis 40 und dann hat er einfach darauf bestanden, beim Hausarzt sich röntgen zu lassen. Mhm. Der Hausarzt sagte, das ist nicht nötig, doch. Ja, und dann hat man ihn röntgen lassen und dann ist er wiedergekommen und dann hat er gesagt, die Röntgenärztin hat also die Radiologen dahin, hätten 3 zusammengesessen und hätten nicht feststellen können, was es ist, die wäre am Rätsel. Oh, das heißt, die haben irgendwas gefunden. Ja, und das war ein hühnereigroßes Bronchialkarzinom Das heißt, er hat Lungenkrebs. Er hat Lungenkrebs und Metastase im Kopf. Und dann hat er mich nach Hause gebracht. Da muss ich noch dazu sagen, ich bin messy. Ich habe auch ganz verschludert meine Wohnung verlassen damals und sitze jetzt auch in dieser Wohnung und kriege den Hintern einfach Das heißt, Jutta, du hast da einen ganz tollen Mann an deiner Seite, der dir ganz viel geholfen hat, der dein Lebensbegleiter war in den schweren, schweren Jahren, die hinter dir liegen. Ja. Und dieser Mann ist jetzt todkrank. Ja, ich habe... Wie ernst ist es? Gibt es Möglichkeiten zu Therapien? Ja, er ist in HEMA in einer Lungenklinik und er hat jetzt die 4. Chemo. Man wird ihn nicht mehr erkennen. Der Mann hat keine Haare mehr auf dem Kopf. Ja. Er hat 15 Kilo abgenommen. Der kann auch nicht mehr laufen. Mhm. Hat auch nichts mehr gegessen. Der ist nur noch spindeldürr. Mhm. Und ich habe vor 2 Wochen mit seinem Arzt gesprochen. Und der Arzt hat mir gesagt, ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht 1,5 Jahre. Und dann ist das
Leben vorbei. Also so ernst ist das Urteil? So ernst ist das Urteil. Es gibt nicht die Hoffnung einer wirklichen Genesung mehr? Nein, nein. Weiß er das, dass es so schlimm um ihn steht? Ja, ich glaube schon. Er hat jetzt am Telefon gesagt, er will nicht irgendwo hinkommen. Es geht jetzt einfach um die Pflege, ne? Mhm. Dann, ich habe kein Auto und ich habe keinen Führerschein. Und er hat aber ein Auto, aber das steht in der Stadt, wo er wohnt. Bist du denn so vom Körperlichen und auch vom Seelischen her, wärst du denn in der Lage und stabil, ihn zu pflegen zu Hause? Ja, darum geht's ja im Moment, ne? Mhm. Ich besuche ihn mit einer Freundin am Donnerstag, ja? Und dann kommt von dem Krankenhaus, wo er im Moment liegt. Also zu Hause kann er im Moment nicht sein. Er kann ja noch nicht mal alleine auf Toilette gehen. Mhm. Und da wird mit der Sozialarbeiterin besprochen, ob er eventuell erstmal in ein Pflegehospiz kommt. Mhm. Bis zur nächsten Chemo. Aber er hat mir schon gesagt, vor ein paar Tagen am Telefon, ich rufe jeden Tag zweimal an. Ja. Und ich konnte ihn jetzt 2 Wochen nicht besuchen, weil ich ganz hoch Fieber und erkältet war. Aber jetzt geht's wieder. Mhm. Ich konnte ihn nicht besuchen. Wenn er sich dann infiziert, dann ist das noch viel schlimmer. Dann wird sein Körper noch weiter geschwächt. Mhm. Und körperlich wäre ich in der Lage. Ich bin ziemlich kräftig gebaut, aber psychisch würde ich das nicht schaffen. Ja. Und das weiß er auch noch. Jetzt geht es einfach darum, ob er jetzt hier in meinem Heimatort in ein Altenheim kommt und später in ein Sterbehospiz. Mhm. Da habe ich schon Kontakt zu aufgenommen. Ja. Oder er kommt dann eben irgendwo im Hochsauerlandkreis. Ne? Dann müsste ich dann auf den, wo er wohnt. Hat er denn da, wo er wohnt, das ist etwas entfernt von deinem Wohnort? Ja, ungefähr 30 Kilometer. Ja. Hat er denn da noch irgendwie Menschen, Familie, Verwandte? Ja, da hat er noch Eltern, die sind, der Vater, der ist 85 und die Mutter ist 80. Mhm. Aber es ist ja die Frage jetzt auch, was er möchte. Möchte er jetzt in deiner Nähe sein oder möchte er lieber dann in der Nähe seiner Familie sein? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Das musst du mit ihm besprechen. Und mit der Sozialarbeiterin. Aber ich werde keinen Druck machen. Nein, nein. Wenn nein. Er gerne im Hochsauerlandkreis sein möchte, dann gehe ich eben dahin. Ja, ich meine, 30 Kilometer ist ja auch nicht so ganz weit entfernt. Mhm. Du hast zwar kein Auto, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch Busse oder eine Bahn oder was. Ja, dann wäre ich aber 3-4 Stunden unterwegs. Das ist sehr, sehr schlecht hier. Mhm. Aber du könntest doch dann theoretisch auch während der Zeit in seiner Wohnung ja, wohnen. Ja, da habe ich auch schon dran gedacht. Ja. Und dann müsste ich eben, das ist mitten in der Pampa, da müsste ich eben jeden Tag oder jeden zweiten Tag 20 Minuten zur Bushaltestelle gehen. Na gut. Das macht man dann ja, wenn so eine ernste Lage da ist. Ich finde jetzt ganz wichtig, Jutta, dass du mit ihm darüber sprichst. Er ist ja ansprechbar, ne? Er ist ganz klar. Und er soll die Entscheidung treffen, was ihm lieber ist. Und das würde ich dann auch vollkommen respektieren und dann auch alles in die Wege leiten, um das so gut zu organisieren, dass er es so gut wie möglich noch hat. Eben. Seine letzten Monate. Er hat ja für dich auch so viel getan. Und das, alles. Und du machst es ja auch von Herzen und auch aus der Liebe heraus. Ja. Aber dennoch glaube ich, dass es für dich auch seelisch so sehr schwer ist, jetzt den Mann, der dir so wichtig ist, oder der Mensch, den so leiden zu sehen. Und ja, oder der einzigste Mensch, der mich je so genommen hat, wie ich bin. Ja, ja, ja. Hast du denn jetzt zusätzlich auch jemanden, der dich so ein bisschen betreut? Ja, ich habe eine Freundin. Ich habe eine gute Nervenärztin. Mhm. Ich nehme jetzt mehr Antidepressiva. Mhm. Und ich kann zwar nicht jede Nacht durchschlafen, aber ich warte schon immer um 1 Uhr auf deine Sendung jede Nacht. Mhm. Das hilft mir dann auch schon. Mhm. Aber nur ich kriege einfach den Hintern im Moment nicht hoch. Mhm. Wie viele Kilometer liegt er eigentlich jetzt, ist die Klinik entfernt von dir, in der er jetzt liegt im Moment? Auch so. Auch so. Auch so 25 Kilometer. Mhm. Also das nächste wäre das Gespräch mit ihm suchen, so schnell wie möglich. Ja, ne? Wir haben am Donnerstag, habe ich einen Termin mit ihm und mit der Sozialarbeiterin, was er möchte. Ja. Ne? Ob er hier an meinen Heimatort will oder ob er da sein möchte. Mach es, Jutta, mach es ihm so schön wie irgend möglich. Ja. Mach alles, was du irgend schaffst. Und man schafft viel, wenn man so gefordert ja, wird. Ja, ich merke das noch. Ja, ja, ja. Und ich habe auch gedacht, ich bringe mich auch um. Ne? Aber ich habe noch 3 Vögel, da hänge ich dran. Das ist eigentlich das Einzige, was mich noch hält. Und ich habe meine ganze Familie, bis auf meine Schwester, an Krebs verloren. Mhm. Und ich werde auch das überstehen. Ne? Ja.
Also ich werde mir nichts antun, das weiß ich. Egal, wie schlimm es wird. Ja, das dürftest du auch ihm nicht antun. Nein. Ja, ich habe vor ein paar Tagen, als ich es erfahren habe, wirklich gedacht. Ne? Jetzt musst du für ihn da sein. Ja. Es ist ja offensichtlich ein sehr guter Mensch, der für dich so viel getan hat. Ja, der hat mir die Himmel, also die Sterne vom Himmel geholt. Jetzt hol du ihm noch ein paar Sterne vom Himmel. Ja. Möchtest du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen, Jutta? Ja. Okay. Dann legst du auf, du kennst das Prozedere ja. Du wirst zurückgerufen von uns. Ja, danke, Domian. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Milena. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist 22 Jahre alt. Und was geht's denn bei dir, Milena? Also es geht darum, ich stehe zwischen zwei Männern und habe seit fast 2 Jahren eine Affäre. Seit 2 Jahren eine Affäre? Und wie lange bist du mit deinem, ich nenne ihn mal Hauptfreund, zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre. Und dein Freund weiß von der Affäre nichts? Nein. Weiß die Affäre, dass du einen Freund hast? Dass ich einen Mann habe, ja. Ach, du bist sogar verheiratet? Ja. Also seit 4 Jahren verheiratet? Ja. Und seit 2 Jahren eine Affäre? Genau. Die Affäre weiß, dass du einen Mann hast? Das weiß er, ja. Wie oft siehst du deine Affäre? In der Woche 2 Mal. Wo? Bei ihm. Bei ihm. Habt ihr Kinder? Eine Tochter. Wie alt ist die? Die ist jetzt 2,5. Ja. Das heißt, das musst du dann alles auch irgendwie managen, ne? Dass jemand auf das Kind aufpasst, wenn du dann zu deiner Affäre gehst. Mein Mann. Dein Mann? Ja. Und was erzählst du dem, wohin du gehst? Ich gehe arbeiten. Und wenn ich mich dann mit ihm treffe, dann nehme ich mir frei. Aber davon weiß er dann nichts. Ist das eine reine Sexaffäre oder bist du verliebt? Nein, verliebt. Du bist verliebt sogar? Ja. Macht ihr irgendetwas anderes auch noch, als dich nur bei ihm treffen? Geht ihr ins Kino? Das tun wir auch. Das heißt, dann musst du noch mehr rumlügen, ne? Deinem Mann gegenüber. Hast du nicht Angst, dass man dich und die Affäre mal irgendwo sieht? Doch. Ja. Wohnt ihr alle in einer Stadt? Nee, er wohnt weiter weg. Die Affäre? Ein bisschen weiter weg, ja, die Affäre. Wie viele Kilometer? Keine Ahnung. Naja, 10 oder 100? Nein, 100 auch wieder, so zwischen 10, 20. Ja, also da könnte es durchaus sein, dass auch jemand mal, der deinen Mann kennt und dich kennt, dass man euch sieht, erkennt, ne? Das kann sein. Genau. Was sind deine Empfindungen für deinen Mann noch und überhaupt? Sehr schlecht zu sagen, eigentlich gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Also du hast gerade am Anfang gesagt, ich stehe zwischen zwei Männern. Da dachte ich, na, sie liebt ja, zwei Männer. Ja, was ich da meine, ist ja, ich lebe zwar mit meinem Mann zusammen. Ich verstehe jetzt schon, ja. Gemeinsame Tochter, bloß empfinde ich für ihn nichts mehr. Wann ist denn die Liebe, du hast deinen Mann mal geliebt, ist das so? Wann ist die Liebe erloschen? Bevor ich den anderen kennengelernt habe. Ja. Warum bist du mit deinem Mann noch zusammen? Wegen meiner Tochter. Ist das ein Hauptgrund? Und wegen meiner Familie eben, weil das bei uns eben so sehr kompliziert ist. Du kommst aus einer nicht deutschen Familie? Nein, nicht deutschen. Ja. Das heißt, da ist viel Druck und viel Zwang um dich herum. Genau. Die Affäre, kommt die auch aus dem Land, aus dem deine Familie kommt? Nein, er ist ein Türke. Ach, die Affäre ist ein Türke. Und wenn ich kann dich ja fragen, woher kommst du oder deine Familie? Ich bin eine Jesiden. Woher? Was? Jeside, eine Kurdin. Eine Kurdin. Verfahrene Lage, ne? Verfahrene Situation. Meinst du nicht, dass dein Mann das mitkriegt, dass du ihn gar nicht mehr liebst, dass du ganz entfernt bist mit deinem Herzen von ihm? Doch, das merkt er, glaube ich. Er spricht dich aber nicht drauf an. Nein. Ihr lebt so nebenher? Nebenher, ja. Habt ihr Sex noch miteinander? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Weil du nicht willst? Weil ich nicht will. Aber er will schon ab und zu? Ja. Und du windest dich dann immer weg? Genau. Und er fragt nie, was los ist? Doch. Und was sagst du dann? Lass mich ruhig schlafen. Gut, das kann man mal sagen.
Aber irgendwann merkt ja auch der Unsensibelste, dass da irgendwas nicht stimmt. Wahrscheinlich weiß er das schon lange und traut sich das auch nicht zu besprechen, anzusprechen. Glaube ich auch. Ne, das wird so sein. Wie funktioniert denn so euer Alltag? Streitet ihr wegen Haushaltsgeschichten, Alltagsproblemen? Also wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ist eigentlich alles hier fertig und dann ist er auch unterwegs. Ach so. Also ich gehe arbeiten, komme nach Hause, dann geht er. Ach so, ihr habt gar nicht ganz viel miteinander zu tun. Nee. Hast du denn, was heißt, geht er? Geht er dann aus oder geht er arbeiten? Nee, er geht dann raus. Hast du den Eindruck, dass er vielleicht auch eine Frau hat oder Affären? Glaube ich nicht. Mhm. Was wäre, wenn du ihm das erzählen würdest? Er würde mich umbringen. So hart geht alles zu. Mhm. Aber so kann es ja auch nicht weitergehen, ne? Nein. So kann es nicht weitergehen. Mhm. Du sagtest gerade, ich bin zusammen mit ihm noch wegen des Kindes. Da habe ich schon gleich gesagt, ist das der richtige Grund? Ich finde nie, dass das ein Grund ist, mit jemandem zusammen zu sein. Aber du hast noch gesagt, wegen der Familie. Genau. Das kann ich natürlich jetzt nicht so einschätzen, wie groß der Druck ist und in welche Schwierigkeiten du gerätst, wenn du dich von ihm trennen würdest. Also, ich könnte mich ja von ihm trennen, das geht ja. Mhm. Dagegen ist ja eigentlich so gesehen niemand. Ja. Aber ich könnte trotz dessen, auch wenn ich mich trennen würde, nichts mit dem anderen anfangen. Müsste ich trotzdem dieses ganze Versteckspiel weiterspielen. Ach so, das darf man dann nicht, auch wenn du das getrennt wirst. Das dürfen wir ja nicht, nein, weil das für uns eine Sünde ist. Wenn mit irgendeinem anderen Menschen, der nicht von meinem Stamm ist. Ach so, ach so. Und das ist das Problem. Mein Gott, wie kompliziert alles. Das heißt, du müsstest, wenn du dich jetzt von deinem Mann trennst, dürftest du erst wieder dich auf einen neuen Mann einlassen, der aus deinem, wie du sagst, genau. Stamm kommt. Es darf kein Türke sein, es darf kein Deutscher sein und weiß ich was. Nee. Das geht alles nicht. Ist ja krass, ne? Er ist auch krass. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Also nützt mir das ja nicht. Doch. Ich glaube, das wäre schon mal der erste Schritt, Milena, die Trennung. Dann hast du ein Problem schon mal weniger. Und vor allen Dingen eine Gewissensbelastung weniger und ein Lügengebäude weniger, was du bauen musst. Was dann passiert, da muss man mal sehen, wie die Zeit sich weiterentwickelt. Aber du hast ganz abwertend, ein Klotz am Bein ist weg. Mhm. Das heißt, du musst nicht lügen und du bist nicht mit einem Mann zusammen, den du eigentlich nicht mehr liebst. Du bist erstmal eine Solo, ein Single bist du wieder. Gut, dann sagst du, muss ich jetzt heimlich die Beziehung zu meiner Affäre heimlich führen. Ja. Mhm. Aber das ist der nächste Schritt. Der erste Schritt wäre erstmal die Trennung von deinem Mann. Das fände ich richtig. Ich fände es auch für dich gut, Milena. Das ist doch kein Leben, so wie du das da lebst. Ja, ist es ja. Und ich möchte aber so gerne mit dem anderen zusammen. Ja, so. Und wenn es der erste Schritt vollzogen ist, könntest du dir vorstellen, bist du so resolut und so selbstbewusst, dass du sagst, Mensch, ich pfeife auf die alten Traditionen, das ist mein Freund, ich bin jetzt mit dem zusammen. Wärst du so? Mm-mm. Könntest du dir vorstellen, dass du so viel Kraft hast? Mm-mm. Nie. Uh-uh. Dann ist es schlecht, Milena. Dann ist es schlecht. Dann ist es schlecht. Dann kann ich dir auch nichts raten. Ich finde es schrecklich, diese sich solchen Dingen unterwerfen zu müssen. Hier, ich kann nur jemanden aus meinem Stamm nehmen. Das ist Wahnsinn, ist das doch. Ja. Die Liebe muss entscheiden. Der Mensch, wenn es ein guter Mensch ist, dann das ist entscheidend, egal wo er kommt. Aber dennoch sage ich zu dir, Milena, das unternimm zumindest den ersten Schritt, dass du aus dieser Lügenehe rauskommst. Mhm. Und dann muss man weitersehen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Alles Gute. Danke. Von Herzen. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich will euch aufmerksam machen auf unser Thema am Mittwoch. Mittwochnacht haben wir das Thema heißt HNO, keine Angst, wir sind nicht eine medizinische Fachsendung geworden. Aber hinter HNO verbirgt sich Hals, Nase oder Nase oder Nasen und Ohren. Wir und ich möchte gerne mit euch über Hälse, über Nasen und Ohren reden, über alles, was damit zusammenhängt, über Krankheiten, über Erotik, über Erlebnisse und Angewohnheiten und Ticks und weiß der Teufel was. HNO, Hals, Nase und Ohren, das ist unser Thema Mittwoch. Nicht morgen, Mittwoch, Mittwochnacht. Hier ist Annegret und Annegret ist 57 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Annegret. Ich
rufe eigentlich an, weil die Jutta gerade mit dir gesprochen hat. Ja. Über ihren Mann mit dem Bronchialkarzinom, ja, und den Metastasen in der Kopf. Mhm. Ich möchte gerade sagen, dass ich das Gleiche hatte vor einem Jahr. Du selbst? Nein, bei meinem Mann. Dein Mann. Mhm. Und der ist jetzt am 19. verstorben. Mhm. Ich möchte eigentlich sagen, dass wir durch diese ganzen Therapien ein schönes Jahr gehabt haben. Mhm. Und das Jahr möchte ich auch nicht missen. Ja. Und möchte der Jutta vielleicht auch auf den Weg geben, dass man vieles kann und dass man vieles tragen kann, wenn man muss. Auch wenn man meint, dass man nicht die Kraft dafür hat. Auch wenn man meint, ja. Mhm. Ich sage auch noch dazu, dass ich in diesem Jahr meinen Vater und meine Mutter verloren habe. Auch noch? Auch noch. Meine Tochter mit den Zwillingen musste sich von ihren Lebensgefährten trennen, hatte bei uns zu der Zeit gewohnt, wo mein Mann die Therapie gemacht hat. Und es hat alles geklappt. Dann hast du ja übermenschliche Kräfte entwickeln müssen, dieses letzte Weiß Jahr. Weiß ich nicht. Ich meine immer, irgendwie, es geht immer irgendwie weiter. Ich glaube auch, dass wir Menschen unter gewissen Umständen zu sehr großen Taten fähig sind. Ja. Wenn wir das müssen. Ganz bestimmt. Und wenn wir auch davon überzeugt sind, dass wir das müssen. Ja. Ne? Das ist wichtig. Das auch. Ne? Hatte aber eigentlich habe ich, weiß nicht, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich weinen kann. Ich meine auch noch immer so, es hat mich nicht so richtig betroffen. Vielleicht, weil es ein langes Abschiedsnehmen war. Er ist am 19. Februar gestorben? Ja. Das ist ja noch sehr frisch. Ja, ich war auch die letzten 3 Tage im Krankenhaus dabei. Ist nicht zu Hause gestorben? Nein, ich war die ganze Zeit dabei und... War er zum Schluss noch ansprechbar? Nee, er war dann gezogen unter Morphium, dass es dann nicht mehr war. Aber an dem Tag, wo es denn war, da hat er nur mit offenen Augen da gelegen und mich immer angeguckt. Und ich glaube auch, dass er gemerkt hat, dass ich dabei war. Ja. Weil die Tochter, die kam auch noch dazu, weil er ein bisschen unruhig war, hatten wir die Tochter gerufen. Unmöglich, aber sie konnten zusehen, wie der wieder ruhig wurde, wo die Tochter da war. Ich glaube das auch, dass die Menschen das spüren, irgendwie spüren, wenn sie sich auch nicht mehr bemerkbar machen können. Ja. Und die Sachen, wo es dann zum Ende ging, es war auch ein Bild, was ich vor Augen habe, was schön war. Es war nichts Schlimmes dabei. Das heißt, du hast den Eindruck, dass er in Frieden gegangen ist. Ja, doch. Ja. Von allen her, vom Aussehen her, von der Gesichtsausdruck und her, wie er war sehr, sehr ruhig zum Schluss. Er hat ja auch keine Schmerzen gehabt. Nee. Aber trotzdem, dieses eine Jahr, man hatte mir auch dennoch nach der Untersuchung, also der Arzt, ich war dabei, wo sie ihn denn nochmal untersucht hatten, gesagt, dass wir sehr weit gekommen waren. Wo die Diagnose kam, da hieß es nur ein Vierteljahr. Und ich würde sagen, es war damals der 26. Februar, wo es festgestellt wurde, am 19. ist er nun verstorben, dass das im Nachhinein ein sehr schönes Jahr war, auch für meinen Mann. War er zu Hause oder? Er war ungefähr 3 Wochen zu Hause, 1 Woche Chemotherapie. Wie viele Chemotherapien hat er machen? 40. 40? Und 10 Bestrahlungen für den Kopf, die waren nicht angenehm. Das war auch jetzt erst im Januar. Und wir wollten es abbrechen. Und wenn wir es getan hätten, es wäre so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Nur im Nachhinein war es doch ein bisschen Quälerei. Aber er hatte immer in diesen Sachen selber entschieden. Und ich habe nur immer gesagt, ist egal, wie du entscheidest, wir stehen das durch. Hast du mit ihm über den Tod auch gesprochen? Das hatte er versucht, immer irgendwie abzublocken. Er hatte immer so viele Pläne, was er für seine Enkelkinder noch machen wollte. Die sind im Oktober 2 geworden und was er noch so vorhatte, mit mir noch mal ein paar Tage in Urlaub und so. Wie alt ist er denn geworden? 58. 58. In diesem Jahr war er noch, ging das noch, dass ihr mal ein paar Tage irgendwo hinfahren konntet? Das ging nicht mehr. Das ging nicht mehr. Das Krankenhaus war sozusagen unser zweites Zuhause. Und da haben wir uns auch dementsprechend wohlgefühlt. Ja. Also es ist egal, ob das jetzt die Krankenschwester, der Pfleger, der Arzt war. Ja. Also es passte alles wunderbar zusammen. Und Annegret, jetzt geht die Sendung gleich vorbei.
Ja. Du hörst das vielleicht im Hintergrund. Mhm. Aber dein Anliegen war, vor allen Dingen Jutta auch zu sagen, dass sie das schafft, wenn sie das jetzt Man kann angeht. Wirklich vieles. Ja. Und ich drücke ihr auch die Daumen. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, und muss dich jetzt leider verabschieden. Mhm. Alles Liebe. Okay. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg hören Sie Nachrichten. Die Hamburger CDU will nach ihrem Wahlsieg vom Sonntag schnell einen neuen Senat bilden. Im Mittelpunkt der Regierungsarbeit sollen dann